Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLet. Unser Referent heute muss ich, glaube ich, überhaupt nicht mehr vorstellen. Dieses Webinar gibt es nur mit ihm. Das ist einmal mit Dirk Helger an der Stelle. Freue ich mich sehr, wie immer. Und natürlich, dass Sie alle live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken, bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Dirk heute den einen oder anderen Trade zeigt. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Okay, dann, lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Spaß und natürlich auch viel Erfolg. So, da geht erstmal mein Stuhl runter. Und der versenkt sich immer von selbst. Jetzt muss ich mich erstmal hochschrauben. Dann bin ich noch sofort wieder da. So, Bild ist da, gehe ich mal von außen. Ne? Genau, wir sind zwar nicht Köln, aber Welt ist da. Ja, die Eröffnung ist ja auch in Frankfurt. Von daher ist es ja auch völlig legitim. Dann sage ich mal guten Absolut. Morgen an der Stelle und freue mich natürlich wieder über sehr, sehr viele Teilnehmer, wie ich sehe. Das ist ja echt wieder viel los. Das ist ja der Vorteil von Corona. Wir haben alle nichts zu tun morgens. Das finde ich sehr gut. Beziehungsweise nichts Besseres. Aber wie könnte man auch Besseres zu tun haben, als hier dabei zu sein? Das müssen wir ja auch mal klar sagen. Nee, also finde ich schön, wirklich, dass hier halt echt immer so viel los ist und dass es halt irgendwie auch immer mehr zu werden scheint. Oh, mein Mikro ist falsch, ne? Sehe ich gerade. Man hört mich, glaube ich, gerade ganz schlecht. Das ist hier im Umstand, keine Ahnung, wenn ich das immer. Oh, das ist Ist, Tonwurf, ist. ne? Ja, Ist. man versteht dich, aber es war schon mal besser, das stimmt. Ja, da muss ich hier tatsächlich mal irgendwie kurz umklemmen. Sekunde mal eben. Das dauert jetzt leider gerade ein paar Sekunden. Ich habe vergessen, da drüben was einzustecken. Und. So, Nelson, du darfst ein bisschen Unterhaltung betreiben, während ich hier die Kabel umstöpsle. Du kannst ja mal beschreiben, wie das Kabel aussieht, wie du das machst. Nein, das Problem ist, ich muss immer hier, bei meinem Drucker, der will nicht so. Und da ich ja hier das Homeschooling mache mit meinem Sohn, muss ich da halt ständig den Drucker einstöpseln und der hat halt leider das gleiche Kabel wie nämlich das Mikro. Beziehungsweise der Mikroverstärker, das ist eben so eine Audioanlage und das ist halt, das habe ich gerade vergessen. Ja, ich habe es nur gerade gesehen, dass das alles ein bisschen komisch klingen müsste. So, aber du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn es holprig anfängt, kann es eigentlich nur noch gut werden. Genau. So, jetzt müsste der Ton sein wie immer, ne? Richtig, sehr gut. Oder? Doch, alles gut. Hallo? Ich Ja, höre mich also, jetzt gar nicht mehr. doch, man hört dich. Das kann jetzt nicht wahr sein. Man So, hört, hört man guck, mich überhaupt nicht mehr, oder? man hört dich. Was soll ich denn jetzt sagen, wenn du Hallo? mich hörst? Ich höre Ich irgendwie schreibe nichts was. mehr. Ich schreibe was in den Chat. Nelson? Moment. So, jetzt? Man hört dich. Ja, Gott sei Dank. So. Die ganze Zeit schon. Du hast uns Ja. nicht gehört. Oder mich. Gut, ich habe ja nichts Schlimmes Hast du wieder gesagt. deinen So. Lautsprecher ausgemacht? Ja, ich habe irgendwie, das hat hier alles umgestellt. Das Aber jetzt gut oder lieber. klappt's. Jetzt sollte es funktionieren. So, jetzt nochmal. So, jetzt aber. Kurze Startschwierigkeit. Ja, es sind auch gleich mal hier 20% mehr Zuschauer, kann ich ja nochmal guten Morgen sagen. Wir haben hier kurz so ein bisschen Startschwierigkeiten, beziehungsweise ich, nicht der Nelson, gehabt hier mit der Mikrofonierung und aber das scheint ja jetzt zu funktionieren. So, kurze Rede, langer Sinn. Ich muss jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Ich würde auch direkt jetzt gleich mal rüber auf den Chart gehen und mal gucken, ob wir da heute eher den DAX oder halt den Dow da halt uns schnappen. Ich habe auch gestern, wer meinen Blog gelesen hat, ich habe ein bisschen mehr gezeichnet als sonst, weil ich die Situation für etwas brenzlig
halte hier, damit man mal so ein bisschen Überblick auch bekommt, wo wir hier halt auch stehen und was halt jetzt wirklich dann im nächsten größeren Move dann halt auch passieren könnte. Und ich hatte auch gestern schon geschrieben, irgendwie so in meinem Blog, dass halt wir möglicherweise hier in die zweite Welle vom Crash halt starten könnten. Das ist halt wirklich nicht ausgeschlossen. Das heißt aber auch nicht, dass es gestern hätte runtergehen sollen. Ganz im Gegenteil. Aber habe ich halt eben auch gesagt, und das hat man ja gestern auch gesehen, ne, dass halt nicht selten, wenn der Montag oder generell, wenn die Woche halt erstmal nur nach oben startet und trotz, dass wir jetzt ja halt auch einen Gap ja, da gehabt haben, also einen Abwärtsgap, und kann es halt eben sein, dass wir halt bis Ende der Woche, dass das alles nur noch als Docht in der Wochenkerze eben übrig bleibt. Und das sollte man halt nicht vergessen, auch wenn es momentan irgendwie alles noch intakt ist im Trend. Aber das gab es schon ganz oft, ne? Irgendwie Montag irgendwie gestartet, Dienstag noch so ein bisschen und ab Mittwoch ging es dann halt Richtung Süden. Und die Gefahr haben wir hier so ein bisschen. Ich werde auch gleich nochmal im Bild dann halt eben zeigen, warum das so ist und warum es auch jetzt legitim ist, dass wir erstmal nach oben laufen. So, ich schalte mal hier um. Ich glaube, mit meinem Chart könnt ihr ein bisschen mehr anfangen als mit meinem Gesicht. So, hier einmal umpositionieren. So, jetzt hier erstmal, ich fange mal lieber mit dem Dow erstmal kurz an. Wir haben ja eh noch ein paar Minuten bis zur Eröffnung. Und ob das direkt ein Live-Trade wird, das muss man halt mal sehen. Deswegen, aber ich gehe jetzt hier erstmal auf den Dow. Um da mal halt mal ein bisschen Überblick jetzt hier erstmal im mittelfristigen Timeframe, nämlich in der Stunde halt zu schaffen, damit man mal sieht, wo wir da stehen. Ich mache das mal ein bisschen kleiner noch. Halt hier auch echt so für einen Überblick. So, wir haben halt hier oben, generell ist das für mich halt so die maximale der maximale Korrekturbereich, deswegen ist es hier oben auch alles in Rot. Das werde ich aber gleich im Tageschart auch nochmal zeigen, warum das so ist. Und wenn man halt sieht, also das hier sind Stundenkerzen, da sieht man ja halt schon, ne, das hat immer wieder da abgeprallt. Ne? Es hat nicht weit gekommen, einmal ein bisschen tiefer rein, aber halt nie auch bis jetzt zum Beispiel oben hin. Also da oben wäre schon noch Luft. Und hier oben gibt es halt einfach immer was auf dem Deckel. So, und was wir halt hier gehabt haben in dem Bereich, ich hoffe, wenn ich irgendwie im Bild bin, muss man das mir irgendwie kurz sagen. Ich würde auch mal ganz kurz hier die, das habe ich noch gar nicht gemacht, die Fragen einblenden. Ich hoffe, das macht er jetzt, ohne auf dem falschen Bild aufzuploppen. Ja. So, genau. Also, was wir halt hier haben, ist halt jetzt von Freitag auf Montag. Also auf gestern haben wir hier halt ein, das war doch gestern, ne, ein Breakaway Gap gehabt. Und das heißt, hier ein kleines Gap halt gemacht. Also das heißt klein, ne? Ich meine, das sind im Endeffekt dann doch immer über 100 Punkte. Und von da halt auch nicht mehr irgendwie das geschlossen, sondern erstmal runter. So. Und dann haben wir halt, nee, das war letzte Woche, Entschuldigung. Und dann haben wir hier außerdem nochmal ein Gap jetzt gehabt am Wochenende. Das sollte und durfte er aber auch schließen. Das ist soweit okay. Ich habe auch gestern hier schon da unten diese blaue Zone gezeigt als Support-Bereich. Das soll er halt auch machen. Das ist auch soweit richtig, dass er da jetzt erstmal abgeprallt sind. Und der Markt wird jetzt meines Erachtens halt versuchen, ja, dieses Gap halt zu schließen. Das ist auch völlig legitim. Deswegen ist es halt auch völlig legitim, dass er erstmal hochläuft. Und was ich halt eben auch gesagt habe, ist, wenn er das nicht geschlossen kriegt, dann wird uns das ganz schön lange erhalten bleiben, weil wir haben, wenn man da mal genau irgendwie auch auf den Tageschart halt guckt, da sieht man halt auch zum Beispiel, dass der gesamte Crash eigentlich genauso angefangen hat. Ne? Das heißt, da ging es auch los mit einem kleinen Gap irgendwo oberhalb von, ich weiß die Marke nicht mehr genau, aber in dem Bereich 29.500, dort ist dann auch irgendwie ein kleines Gap mal irgendwie kommen und das war es dann halt. Ne? Das konnte nicht wieder geschlossen werden. Entsprechend gab es dann halt die Folgen, ich meine, wie viel so runterging, wissen wir alle, über 10.000 Punkte, die ganze Geschichte. Und deswegen ist sowas halt grundsätzlich nie zu unterschätzen, weil heißt ja im Endeffekt, hier sind halt auch nach einem neuen Hoch entsprechend hier erstmal halt die Käufer auch ausgegangen. Es hat auch keiner mehr Interesse gehabt, das Ding hier zu kaufen. Klar setzen wir hier auf den letzten Support auf. Das heißt aber auch, wenn jetzt hier nochmal die gleichen Jungs und Mädels reinkommen in den Markt und sagen bis hierher und nicht weiter, und dann könnte halt wirklich halt hier so die zweite Runde halt losgehen. Das muss nicht, ich hoffe es auch nicht. Ne? Also ich bin absolut kein Freund von irgendwie nochmal runter.
Aber es ist natürlich halt auch nicht ganz ungefährlich. Es ist auch nicht ganz einfach, sich jetzt hier irgendwo in den Markt halt Short einzukaufen. Und also generell hatte ich halt hier im Blick die 23.856. Eigentlich Overnight, die hätte ein bisschen halten können, hat sie aber bis jetzt nicht, sondern im Gegenteil, sie wurde halt, sieht man hier halt auch deutlich, ne? Erstmal überschritten und dann halt nochmal rückgetestet und weiter. Ne? So generell passt das ja zu meiner Legende, meinem Handelsansatz, wo ich halt immer sage, also normalerweise wäre es schon so, ganz klar, rot heißt eigentlich erstmal Reaktion nach unten. Gut, es gibt nichts, was hundertprozentig funktioniert, aber was dann aber im Endeffekt doch immer funktioniert, ist halt, dass wenn das halt nicht passiert, dann kriegen wir nur einen Backtest und dann läuft es halt weiter. Das heißt, sieht man auch hier ganz genau, hat dann hier rechts sauber drauf aufgesetzt auf der 23.856 und läuft jetzt erstmal weiter nach Norden. Hier oben in dem Bereich, deswegen halt auch hier gestrichelt, weil ich kann das nicht genau einsortieren, wo bis wohin der jetzt halt laufen wird. Das wird man sich angucken müssen. Fakt ist aber nur hier ab 23.975, das kann man meinetwegen auch aufrunden auf 24.000, da wird es dann halt wieder eng, ne? Weil hier sieht man ja halt auch in dem Bereich, ja, da hatten wir halt hier ein paar Supports und hier oben ist halt so das letzte Hoch an der Stelle. So, das sieht man nicht, wenn ich das in gelb einzeichne. Moment. Das mache ich erstmal hier rot, damit man da halt auch mal weiß, wo man da halt steht. Das heißt, da war jetzt halt das letzte Hoch. Und das wäre halt so der Bereich, da ist halt dann eigentlich, da soll es halt schon dann auch spätestens dann mal irgendwie reagieren. Zumal das halt hier auch im Tageschart auch sichtbar ist, dieser Support. Das wäre halt schon ein guter Anschluss. Es kann es aber auch sein, dass wir irgendwo dazwischen reagieren oder vielleicht auch ein bisschen drüber laufen. Aber dass der jetzt einfach so hier hochläuft und das Gap zumacht, glaube ich nicht dran. Das ergibt irgendwie nicht wirklich Sinn, zumal wenn man sich gestern halt mal den Anstieg angeguckt hat, nachdem man halt hier unten auf diesem Supportbereich wirklich lange, also ich glaube 10 Stunden oder was waren das dann halt im Endeffekt oder noch mehr, da halt rumgetanzt ist und dann halt letzten Endes dann wie zu erwarten nach oben weggelaufen ist, ist halt hier auch einiges überlaufen worden. Ne? Also das, im Stundenchart gar nicht mal so auffällig, aber was man halt hier schon mal sieht, ist, wir haben halt hier einen Widerstand, ja, gekauft. Und dann einfach durch, ohne Backtest. Das heißt, hier, allein hier fehlt schon mal irgendwie halt ein Rücksetzer. Das gleiche gilt hier bei der 23.721. So eine minimale Range und dann weiter. Das wird so nicht funktionieren. Das heißt, ich gehe eigentlich eher davon aus, dass wir da oben irgendwo, wie gesagt, das muss man sich dann genau angucken, dann halt, dass wir da oben irgendwo reagieren, dass wir hier die 23.600 von da aus auch nochmal sehen sollten. Das allererst mal hier die 23.000. 721. Das heißt, von der Bewegung rechne ich mal damit, dass wir halt was kriegen, was so in der Richtung halt ungefähr aussehen wird. Ich mache das jetzt nicht so genau, ja. Also bitte nicht hier verurteilen, wenn das halt nicht perfekt ist. Aber eine plausible Bewegung wäre halt wirklich sowas in der Richtung irgendwo hier rein. Alles, was da drüber wird, also über der 24.031, wäre dann eher nochmal anstrengend. Und dann halt hier nochmal runter. So, und dann muss man halt hier sehen, fällt er da durch oder fällt er halt nicht durch, weil das natürlich wäre auch schon ein ordentliches Stück wieder weg vom Gap, weil ab hier besteht dann natürlich wirklich die Gefahr, dass wir dann halt da unten den Support dann auch sprengen und dann halt nach unten durchlaufen. Und das heißt, alles jetzt in dem Bereich ist jetzt für mich jetzt erstmal halt ganz wichtig zu beobachten, was da passiert. Maximum wäre natürlich hier irgendwo ans Gap irgendwo dran zu laufen. Und wie gesagt, das wird man halt einfach sehen müssen. Aber so generell wäre das die plausibelste Bewegung. Wenn aber dann halt trotzdem jetzt hier nur ein kleiner Rücksetzer kommt und das Gap zumacht, dann ist für meine Begriffe aber die Gefahr, aber halt auch erstmal nochmal vom Tisch, dass wir da unten halt durchfallen. Aber wie gesagt, ich glaube leider nicht dran, dass es halt so funktioniert, weil der Anstieg ist ein bisschen zu linear halt hier und dass wir wirklich in so einer Bewegung da halt oben durchlaufen bis weiß der Kuckuck wohin. Und halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich. So, jetzt haben wir 9 Uhr. Gut, ist aber nicht schlimm. Hier zu Punkt 9 Uhr muss man auch nicht unbedingt auf den Knopf drücken. Aber trotzdem gehe ich jetzt gleich dann auch mal auf den DAX. Aber ich erkläre das hier noch kurz fertig. Und dann gehen wir mal rüber. Ich habe hier noch so ein paar Hilfslinien drin, sehe ich gerade. Die haben jetzt aber erstmal nichts zu bedeuten. Hier noch kurz im Tagesschart, damit man es mal ein bisschen besser halt auch sieht. Bisschen kleiner machen, die Geschichte.
Habe ich nämlich auch so ein bisschen was vorbereitet gestern noch. Hier sieht man es halt ein bisschen besser, ne? Hier oben sind halt auch einfach die letzte Welle, der Support von der letzten Welle da halt nach oben, bevor es dann richtig runterging. Und wo hat er gestern reagiert? Genau am unteren Ende von dieser Welle. Nicht gestern, Entschuldigung, sondern letzte Woche halt, ne? Da war dann halt auch das Hoch. Und hier ist halt auch nochmal ein Gap, proportional nicht ganz so groß wie im DAX, aber hier halt auch nochmal ein deutliches Gap, was da halt ein Crash entstanden ist. Und klar versucht er sowas immer zu schließen, aber hier sieht man halt auch, wie es dann halt läuft, ne? Dreht dann halt kurz davor und schwingt sich dann halt nochmal fast hier unten bis auf die letzten Supports vor dem letzten Anstieg. Aber was man halt auch sieht, ist, der ganze Anstieg wird halt hier relativ flach, ne? Also das heißt, hier erstmal große Motivation, dann hier halt nochmal weiter und hier wird es dann halt immer flacher, ne? Und das ist halt die Gefahr, dass wir dann halt hier entsprechend da dann halt nochmal runterkommen. Und was man halt auch sieht, ich habe hier unten Ground Zero heißt das bei mir oder Trump Zero Level habe ich es in meinem Blog die ganze Zeit schon genannt. Also jetzt natürlich ist das alles schon vorher da gewesen, auch bevor wir da unten gestanden sind. Weil das ist also der Punkt seit der Trump-Wahl. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt halt auch, ne, sage ich halt auch immer wieder, mit dass man den DAX vergleicht, dann sieht man halt ganz deutlich, dass die Amis halt wirklich seit der Trump-Wahl noch nie im Minus waren, noch nie. Und der DAX natürlich allerdings deutlich, deutlich böser, ne? Und das heißt, von daher hat die Wirtschaft da drüben, also die Wirtschaft vielleicht nicht, ja, aber die Unternehmen da drüben haben immer noch gut lachen, weil die sind immer noch ordentlich im Plus, beziehungsweise Trump hat da eigentlich auch ganz gut lachen. So, und für mich war halt auch immer relevant, entsprechend hier. Ich arbeite normalerweise nicht so gerne mit Fibos, außer es drängt sich halt irgendwo auf, ne? Und da sieht man halt jetzt schon, wenn man die halt jetzt mal sich hier zurechtzieht. Ich muss echt gestehen, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich auf die 23.721 gekommen bin, aber die war so markant ja die ganze Zeit, ist so oft angelaufen worden. Aber generell, wenn man sich das halt mal, ich glaube, ich habe das gemessen ab dem Gap, müssen wir mal gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Gemessen ab dem Gap und dann halt hier bis auf Zero, da sind wir bei der 23.415. Das passt leider auch nicht ganz. Aber wenn man es so zieht, doch, so passt es. Genau. Also hier vom Gap bis Schlusskurs, da passt es ziemlich genau, die ganze Geschichte. Ja, so, sag mal, der will hier nicht, ne? Komm mal her. So. Und da sieht man es dann halt schon nochmal besser. Ja, das sind wir hier doch relativ genau. Also wenn man halt mal die Spikes mal weglässt, rechnet ab dem Gap, also da ging ja eigentlich der Crash auch los an der Stelle. So, und dann sieht man hier ziemlich genau, auch wenn man das jetzt natürlich hier als Beispiel kann man auch so machen, ja. Wenn ich mal ganz genau hier anlege auf die Hoch, selbst dann sieht man, dass das Ganze schon ein Bild ergibt, ne? Wir sind halt hier relativ genau bei 50% jetzt in dem Bereich. Und also von der Korrektur halt. Und das ist halt für mich so ein bisschen relevant, zumal man hier unten auch sieht, ne? Das war dann halt hier die 23,6 oder 76,4, je nachdem, wie rum man das ganze Ding halt stellt. Da sieht man halt schon deutliche Reaktionen. Und daran finde ich, kann man eigentlich ganz gut die ganze Zeit so die Bewegungen halt von dem Abverkauf, den wir hier haben, halt auch einfangen. Aber nochmal, ne, was halt hier eben echt mir fürchterlich ins Auge fällt, das sind halt solche Geschichten eben auch. Wir haben hier so einen massiven Widerstand dann auch wieder gehabt, ist durchgekauft, nichts passiert und weiter. Und das sind alles Zonen, die fehlen halt so ein bisschen. Plus die Tatsache, dass wir hier halt eben jetzt auch flach werden. Und halt entsprechend hier oben auch an dem Punkt, ja, wo halt hier die letzten Supports waren, auch deutlich reagiert haben. Es ist natürlich hier Tagesschart, ist halt auch klar. Das heißt, da ist nichts mit irgendwie knappen Stop-Loss, das funktioniert halt nicht. Da muss man halt schon ein bisschen größer denken und versuchen, sich das dann halt eher im kleinen Timeframe ausfindig zu machen. Und deswegen halt auch hier jetzt eher meine Überlegung nach Short, weil man sieht, hier geht es nicht weiter. Und es liegt so ein bisschen auf der Hand, dass wir die Unterseite da halt auch nochmal testen. Wochenchart sieht man es auch ganz gut. Auch hier ist es entsprechend hier oben, wenn man sich die halt mal anguckt, die ist halt nicht mehr wirklich nett.
Und da halt auch irgendwie, da kommt halt irgendwie gerade nicht mehr allzu viel, ne? Und deswegen wäre es auch hier plausibel, dass wir mal zurücksetzen hier auf diesen Bereich zum Beispiel. Ja, das ist auch hier, kann ich auch mal dazu zeichnen, entsprechend hier unten dieser Support, ne, der wurde nämlich halt auch, eigentlich ist das halt auch ein massiver Widerstand, sieht man auch hier, dieser letzte Support von der Aufwärtsbewegung deutlich unten nach unten reagiert und dann durch und auch da fehlt halt so eine Bewegung nach unten, um das zumindest mal nochmal auszuloten. Das Problem, wie gesagt, ist, es kann halt hier, je länger das dauert, umso höher ist halt eben die Chance, dass es da unten halt dann auch kippt. Aber das sind halt so Bereiche, die könnte er durchaus halt nochmal anlaufen. Und das sind halt jetzt von hier aus gemessen dann halt irgendwie nochmal 1500 Punkte etwa runter. Und läuft bei mir kein Ton? Doch, wir haben doch Ton, ne? Genau, nur das halt mal für den Überblick, wo wir da halt jetzt aktuell stehen und warum ich sage halt Vorsicht vor Long. Das kann halt leider echt in die Hose gehen. Wenn man das natürlich jetzt einfach mal hier in Hochs und Tiefs halt macht, dann sieht man natürlich halt auch klar, wir sind hier, ich die auch hier mal rudimentär mal einzeichne, wir sind hier im Aufwärtstrend. Keine Frage, ne? Da ist also eigentlich nichts passiert. Sondern es ist alles soweit noch intakt. Aber eben auch nur so lange. Ich hätte ja auch mal das MT-ON drauf machen können, der hätte mir das automatisch eingezeichnet. So, aber auch eben nur so lange, wie wir hier nicht runterfallen. Und deswegen ist die 23.150 hier halt auch wichtig für meine Begriffe. Es waren auch hier so die letzten Supports. Das heißt, da hat er nochmal eine Chance, aber wenn es da drunter geht, und dann stehen wir höchstwahrscheinlich irgendwo erstmal in dem Bereich. Und das ist halt eben, das müsste sich halt entsprechend halt zeigen, dass wir das hier rausnehmen und dann werden wir wahrscheinlich die ganze Geschichte nach unten fortsetzen und dann auch die Bereiche testen, die ich halt eben gerade angesprochen habe. Okay. So, dann gehen wir mal zum DAX und gucken wir mal, was der jetzt da halt vorhat. Da bin ich jetzt auch erstmal, ich lasse mal die erste Viertelstunde verstreichen, weil da steht ja hier eh nur auf der Stelle. Und mal gucken, ob man da halt irgendwo einen Trade gleich findet. Also wir haben hier natürlich ganz ähnlich die Geschichte im DAX, wobei ich den gerade so ein bisschen schwieriger zu greifen finde. Was ich halt sehe, es hat hier die 10.667, das war auch hier schon das letzte Hoch. Eigentlich ist das schon getestet, da muss er nicht nochmal unbedingt hin. Trotzdem gibt es hier halt auch passenderweise mal eine Hilfslinie drunter. Nämlich, eigentlich ist es hier rot. Und weil es halt hier halt auch, sieht man ja, ne, dass das letzte Hoch hier entsprechend in dieser Welle halt ist, wovon es dann jetzt halt jetzt auch runterging. So, hier in dem Bereich mal ganz einfach gezeichnet. Und deswegen ist es natürlich hier auch relevant. Das heißt, wenn er das rausnimmt, also hier deutlich über die 667 und das kleine Hoch hier rausnimmt, dann ist es wahrscheinlich, dass wir halt hier oben die 731 nochmal anlaufen. Da sieht man ja auch, wie deutlich die überall reagiert hat und dann aber hier entsprechend auch mit dem Gap aus dem Markt rausgenommen wurde. Und das wäre dann aber so das Maximum, wobei das eigentlich schon irgendwie nicht mehr so wirklich nett wäre. Also am einfachsten oder am liebsten wäre es mir halt, jetzt um das halt auch kurzfristig handeln zu können, dass wir hier mal kurz knapp unter die 667 oder meinetwegen halt auch dranlaufen und entsprechend hier nicht drüber gehen. Das heißt, das wäre jetzt halt auch ein Trade, den würde ich jetzt auch machen, wenn wir da oben hinlaufen. Das heißt, hier erstmal Short und dann mal gucken, ob wir von da nicht wieder runterkommen bis auf die 568. Einfach nur, um diese Abwärtsbewegung fortzusetzen. Klar haben wir jetzt hier dieses Zwischenhoch rausgenommen, aber das heißt ja erstmal nichts. Da oben sollten schon nochmal für meine Begriffe halt ein paar Verkäufer auf den Plan kommen. Jetzt ist er auch gerade hier schon motiviert auf dem Weg dahin. Dann gucke ich mal, ob wir den da halt nicht schon mal gleich irgendwie platzieren können. Da ist auch ein Pivot, wie ich gerade sehe, und das passt natürlich auch dazu. Hier erstmal 15 Punkte Stop mit einer LPO, also mit einer Limit Pullback Order, damit wir da halt eben auch nicht direkt rausfliegen, falls es halt irgendwie höher gehen sollte. So, das wäre jetzt halt mal so die erste plausible Bewegung.
Was halt hier auch, das war das Thema am, ich weiß schon gar nicht mehr, am Donnerstag. Ich muss einen guten Schluck trinken. Das Thema am Donnerstag, glaube ich, war es, ich weiß den Tag schon gar nicht mehr genau, wo wir halt so hoch darauf gelaufen sind. Und da fällt es natürlich dann auf, dass irgendwie alle nur noch vom Gap reden. Ja? Und so nach dem Motto, das Gap ist ja irgendwie auch bald zu. Und da habe ich halt morgens noch in der Gruppe geschrieben, Leute, blendet das Gap mal gedanklich komplett aus, sondern konzentriert euch auf die Sachen, die wir halt haben. Und hier oben habe ich halt gesagt, das ist alles short einfach. Und hat sich ja dann auch entsprechend bestätigt. Und mit den Punkten, wo ich meinte, was wir haben, sind natürlich die 10.950 und 883 gemeint. Und da sieht man halt auch, es kam halt hier deutlich runter auf die 10.950, hat auch 100 Punkte reagiert. Aber auch da hatte ich dann schon geschrieben, nächstes Ziel eigentlich, also beziehungsweise hier oben dem Bereich anvisiert, maximal die 11.070 und dann runter auf etwa 10.800. So, das hat alles gepasst. Und das heißt, was mir halt immer wichtig ist, ich meine, im Nachhinein ist immer alles super einfach zu erklären, aber wer halt ja auch in der Gruppe dabei ist, der weiß das ja halt auch. Ne? Ich habe das, dass ich das genauso halt entsprechend auch geschrieben hat. Auch wenn es in meinem Blog jetzt natürlich nicht drin stand, aber ich muss mich ja auch auf das einlassen, was dann halt eben tagsüber passiert. Und nur dann kriege ich den Markt halt entsprechend auch zu greifen. Und das heißt, da war ich, habe ich weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich mir da halt einfach auch recht sicher war, dass das da oben alles nur eine furchtbare Bullenfalle ist. Hat sich ja dann auch ziemlich deutlich bewahrheitet. Ich meine, wie tief die Geschichte jetzt hier gefallen ist, sieht man ja, es waren fast 1000 Punkte. Ne? Oder es waren 1000 Punkte. Ne? Knapp 1000 seit letzte Woche irgendwie Donnerstag. Das ist schon nicht gerade wenig. Ne? Gut, so tief hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, wir fallen hier irgendwo maximal auf die 731 und versuchen es dann halt wieder nach oben, aber das hat alles nichts bewirkt, beziehungsweise hat alles nicht viel gebracht. Stattdessen stehen wir jetzt hier unten knapp vor den allerletzten Supports, deswegen ist das bei mir hier auch in Rot, weil wenn der so kurz wie jetzt hier vor der 10.350, was ja doch ein wichtiger Support hier ist und was auch was man auch über Jahre schon gucken kann, also wir haben hier unten immer viel Volumen gehabt. Und wenn der so kurz vor so einem Punkt bremst, wo ich weiß, da liegt Volumen, und dann ist es in der Regel eigentlich echt so, dass das hier nicht mehr halten wird, sondern der wird, so behaupte ich, wenn wir nochmal da unten hinlaufen auf die 10.400, fallen wir in einem Rutsch darunter, und zwar auch durch die 10.350 durch. Und deswegen ist das bei mir hier unten ganz klar kein Support mehr. Und deswegen auch hier deutlich in Rot. Das ist natürlich keine Empfehlung, da unten zu shorten. Aber vielleicht sollte man das mal irgendwie im Auge behalten, wenn wir da halt wieder hinkommen. Wann das jetzt sein wird, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn wir da wieder hinkommen, vielleicht mal, wenn man dann schon short ist, mal ein bisschen mehr Geduld mitzubringen und halt mal sich mal angucken, was da unten passiert. Weil wie gesagt, das ergibt halt nicht wirklich Sinn, dass das da unten nochmal hält. Gerade wegen dieser Geschichte einmal kurz davor nicht hingelaufen, Volumen ausgegangen. Aber das heißt, wenn wir nochmal da runter, dann sollte das wirklich an einem Rutsch da durchgehen, dann möglicherweise sogar runter auch bis zur 10.000, ohne dass er halt nochmal irgendwo irgendwas bremst. Handelst du auch SKS-Formationen? Nee, das ist gar nicht so. Ich meine, ich erkenne sie natürlich halt auch. Und aber ich weiß, dass gerade halt zum Beispiel der Dow, der hat halt Lust, das manchmal einfach komplett andersrum aufzulösen. Und da habe ich immer das Gefühl, das ist irgendwie ein bisschen unzuverlässig. Ich weiß aber, dass zum Beispiel der Thorsten macht das halt sehr, sehr gerne und sehr gut. Aber ich nicht wirklich. Das ist nicht so mein Ding. So, und der Lutz fragt, oder? Ich habe das jetzt falsch gelesen. Ist das bei 668? Genau, 665 habe ich die jetzt hier mal hingepackt, die Order. Und Positionsgröße jetzt hier natürlich erstmal egal, es geht ja darum, hier zu zeigen, wie man das halt handelt oder handeln kann. Und gucken, was hier in LPO eingestellt ist. Ja, 2 Punkte, das ist völlig okay. Das heißt, Limit Pullback, das hat dieser Wert hier, die 2 Punkte. Das heißt, wenn die Order getriggert wird, muss
der Kurs erstmal 2 Punkte drehen, bevor wir überhaupt gefüllt werden. Und das heißt dann halt eben auch, wenn wir hier einen Squeeze kriegen, laufen wir mit nach oben. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Übrigens fällt mir auch gerade auf im Live-Trading-Webinar, dass wir mal mit einem Squeeze da halt mal mitgenommen werden. Und liegt aber vielleicht auch so ein bisschen daran, weil natürlich die Punkte, die ich handle, sind halt meistens doch oder die ich halt ermittle, ja, dann eben doch oft sehr genau. Ich gehe nochmal ganz kurz hier auch auf das Verhalten da oben nochmal ein, was da halt oder was man sich halt auch, was, 30 Minuten ohne Trade hatten wir auch noch nicht. Ja, das kann sein. Das macht aber nichts. Ich muss ja hier nicht auf Biegen und Brechen jetzt unbedingt irgendwie einen Trade aufmachen, sondern ich versuche ja oder beziehungsweise ich überlege mir halt vor dem Webinar immer, okay, was mache ich? Mache ich halt heute irgendwie kurz oder versuche ich halt nochmal irgendwie eine große Bewegung halt mitzubekommen? Und ich habe halt hier die Chance jetzt auf eine größere Bewegung, die wir hier halt haben können. Und deswegen übe ich mich jetzt hier auch mal in Geduld und warte mal, bis der Punkt da oben erreicht ist. Und das ist zwar manchmal ein bisschen undankbar, weil es dann halt eben Stunden dauert, bis so eine Geschichte aufgeht und man dann halt wirklich, weil ich das dann halt nicht selten dann auch im Webinar nicht mehr beendet bekomme und da auch schon das eine oder andere Mal dann irgendwie nochmal Live-Trading über YouTube drangehangen habe. Aber ich glaube aber, das ist irgendwie hilfreicher, als irgendwie hier jetzt nur so einen kleinen Exkurs im Scalping oder so zu geben. Wobei ich ein großer Fan vom Scalping bin, gar keine Frage. Aber ich glaube, von den ganzen Teilnehmern, die hier dabei sind, machen die wenigsten wahrscheinlich irgendwie Scalping, sondern versuchen sich halt eher dann auch im Markt sinnvoll zu orientieren oder dann vielleicht halt irgendwie auch mal eine Sichtweise mit dazu zu kriegen, die ihnen dann vielleicht dabei hilft, die eigene Einschätzung zu hinterfragen, zu untermauern oder wie auch immer. Oder, also ihr könnt da gerne mal was dazu schreiben, ne? Weil für mich das ja immer so ein bisschen Rätselraten. Also, das heißt, wofür, das würde mich echt mal interessieren. Was hilft denn euch am meisten hier bei solchen Webinaren, wie ich sie hier ja regelmäßig mache? Darf man fragen, wie viele Teilnehmer wir sind? Das darf der Nelson beantworten, wenn er das möchte. Ich weiß nämlich nicht, ob das Viele. Betriebsgeheimnis ist. Okay, es Drei klingt nach. dreistellig viele. Ja, dreistellig viel, das stimmt. Also ich glaube auch, dass wir da halt so im Vergleich ganz schön weit vorne liegen mit anderen. Also sagen wir so, wir liegen in der Größenordnung, wo halt viele Webinaranbieter gar nicht mal eine Lizenz haben, so viele reinzulassen, oder? So weiß Ja, ich das. das hat sich gut entwickelt hier. Das freut mich Ja, wirklich sehr. es ist wirklich exorbitant viel für das Thema. Ja, ne? Also ruhig nochmal ein bisschen hier reinschreiben, was da halt hilft. Wieso ich hier den SL von 15, der ist jetzt erstmal nur initial, ne? Also das heißt aber eigentlich darf der da auch nicht wirklich weiter drüber laufen. Und klar, wenn man jetzt halt nur den Spike halt sieht, nimmt, dann muss man natürlich den SL hier hinlegen, ne? Hier sind ja die letzten Hochs, die 680, aber auch das passt ja hier sogar mit dem Stop von 15. Ja, da wäre ich dann genau dran. Ja, ich kann den ja halt irgendwie dann auch noch irgendwie 5 Punkte höher legen. Das ist ja jetzt erstmal nur initial, das ist einfach so voreingestellt. So, das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Aber da gehört er natürlich klassischerweise hin. Also eigentlich hier sogar knapp drüber. Ne? Weil halt hier, sieht man ja, ich mache es so ein bisschen kleiner, weil natürlich hier einfach da ist, so die letzte Biege. Ja, da muss er jetzt eigentlich drunter bleiben und deswegen halt hier die 667, die wäre natürlich schon sehr, sehr knapp darunter. Aber für meine Begriffe dann eben halt auch richtig. Ne? Da halt das Maximum halt auszuloten, eben an Punkten, wo ich weiß, da kriegen wir halt auch Volumen. Und da brauche ich dann auch nicht so einen riesen Stop, weil wenn das Volumen dann halt gegen mich läuft, dann weiß ich auch, macht gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie halt großartig dran festzuhalten. Dann irgendwie lieber mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt und dann halt einen neuen Punkt suchen. Deswegen ist es erstmal hier mit einem kleinen Stop ja halt auch völlig okay. Sieht natürlich hier schon jetzt nicht ganz so unstabil aus, ja, die ganze Nummer. Aber das heißt jetzt erstmal auch nichts, weil wir haben jetzt irgendwie 9:20 Uhr
Und die Stunde hat noch viel Zeit, ne? Also das meinte ich halt hier. Wir sind halt hier. Das sieht natürlich jetzt schon irgendwie ein bisschen böse long aus. Aber darum wird es halt gehen oder das wird er halt versuchen, das rauszunehmen. Auch ein Grund mehr, warum er halt so hoch wie möglich laufen sollte. Wie gesagt, wenn es dann halt durchgeht, dann geht es dann halt durch. Und dann muss man sich halt irgendwie dann auf nachmittags konzentrieren. Gibt es. Ja, also ne, habe ich auch so ein bisschen vermutet. Also die meisten schreiben halt hier wirklich, dass halt das hilft, hier ein bisschen größeren Überblick zu haben, der dann halt eben auch über den ganzen Tag so seine Gültigkeit hat. Skyping macht der Heiko, genau. Will ich dem auch gar nicht wegnehmen, zumal er das eh besser kann als ich. Mein Skyping-Ansatz, ja, ist. Oh, Moment. Da sind wir ja fast, ne? Hier einmal am Pivot. Also damit auch genau an der gestrichelten Linie. So, jetzt, ich mache jetzt mal. Ja, weil ich habe jetzt hier gerade gesehen, deswegen hier habe ich jetzt auch einen Knopf gedrückt, dass wir genau an der gestrichelten jetzt hier reagiert haben. So, pack den dann entsprechend auch jetzt mal hier drüber. Ja, aber weiter muss der echt nicht. Ne? Ich meine, wenn er da oben ein bisschen fischen will, dann soll er das machen. Aber auch das kann man sich dann halt in Ruhe angucken. Und wird dann auch relativ schnell im Minutenchart dann auch nochmal sehen, ob das wirklich gekauft wird oder halt wirklich nur so ein bisschen Phishing da oben ist. Ne? So, aber hier, die habe ich jetzt erstmal drin. Die zweite wäre dann entsprechend hier bei der 667. Passend, da haben wir halt auch einiges echt, was zusammenpasst. Also einmal hier oben diese Hochs. Wir haben den Support. Wir haben hier den R2, hätten wir nochmal als Maximum dann an der Stelle. Dann halt auch. Und das macht schon Sinn alles. Ne? Das kann natürlich jetzt leider ein bisschen dauern. Weil so eine Umkehr, ich meine, wir sind ja aktuell erstmal long, aber halt so eine Umkehr jetzt hier im Stundenchart, die kriegt mir auch nicht unbedingt mal eben zur ersten Tasse Kaffee geschenkt. Und von daher ist es natürlich auch legitim, wenn das hier oben halt erstmal eine Zeit lang rumsteht. Das ist halt völlig okay. Und ja. Von daher lasse ich den jetzt auch mal drin und versuche den eher hier dann so ein bisschen zusammenzubauen. Ich muss mal hier kurz mal rübergreifen. Hier war mein zweiter Überblick über das iPad, den ich halt eigentlich auch immer ganz hilfreich finde, weil da so gar nichts eingezeichnet ist. Und man dann halt auch nochmal einen anderen Blick auf die ganze Geschichte dann halt kriegt. Ah, okay, ich dachte gerade schon, hä? Bin ich auf falschem Konto? Nee, alles richtig. Nur es lockt sich hier manchmal aus, das Ding. So, das passt doch. Genau, so, also man sieht jetzt hier erstmal halt Reaktion und weil hier ist auch gefragt worden nach Skyping-Ansätzen. Aha. So, der Frank sagt, er braucht meinen Ausschnitt im Bild unten nicht. Das ist nicht nett, lieber Frank, ne? So, ich gebe mir jedes Mal Mühe, morgens halbwegs menschlich auszusehen, damit ich mich im Bild halt auch zeigen kann. Und jetzt Jetzt, schreibst wo du die du, Haare auch wieder schön hast. ja, ne? Kommt hier sowas. Mann, Mann, Mann. Aber das wird mich nicht davon abhalten, das auch weiter so zu machen, weil ich das einfach viel persönlicher finde. Und wenn da eben nicht nur jemand ja, setzt das nach links, genau. Ich nehme die Maus und fahre es nach links. Nein, Lutz, das geht nicht nach links. Ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil wenn du jetzt mal guckst auf das Bild, man sieht doch, ne, so ich gucke immer in Richtung der Charts. Wäre das Bild links, dann würde ich die ganze Zeit aus dem Bild rausgucken. Wie sieht das denn dann aus? Das hätte ich mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und deswegen ist links keine Option. So, da unten gibt es aber auch gar nichts zu sehen. Da ist sowieso, da ist nur der Tageschart und passiert ja nichts. Ne? So. Also. Aus dem Spiegel dahin. Klar. Der Lutz war Bäcker. Oder ist Bäcker oder wie auch immer. Wie man immer so schön sagt. Schuster, nee, Bäcker heißt es. Bäcker bleibt bei deinen Leisten. So.
Man spiegelt nie ein Bild von einer Person, niemals. Also das weder im Fernsehen noch irgendwie in der Printgrafik oder so, macht man einfach nicht. Das ist so No-Go. So, jetzt sieht man aber hier, jetzt bleiben wir mal hier schön beim Trade erstmal. Ne? Wir haben jetzt hier schon eine deutliche Reaktion auch. Und wenn man sich jetzt halt mal die Stundenkerze anguckt, ne, dann kann es jetzt natürlich auch genauso gut passieren, dass wir da halt komplett runterkippen. So, beziehungsweise, dass wir die halt noch von der Farbe umdrehen. Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ne, wenn man den jetzt hier als separaten Trade halt irgendwie sehen will. So, und dann kann man sich halt mal angucken, ob das überhaupt nochmal da hochgeht oder ob die Geschichte nicht hier tatsächlich schon vorbei ist. Das ist natürlich schon ordentlich genau hier oben die 662, wie die gehalten hat. 662,5. Das war wirklich auf den Tick. Genau die Geschichte. Muss ich gleich nochmal gucken, wie ich da das wieder hingekriegt habe. So, aber wenn man jetzt halt irgendwie nur scalpen will und sagt, okay, Tendenz ist klar, ne, das ist halt der Ansatz beim Scalpen. Die einen wollen halt da oben durch und die anderen haben halt keine Lust. Und dann hole ich mir halt einfach nur die Reaktion und gehe dann jetzt hier mit 15 Punkten halt raus. Ne. Ist natürlich definitiv eine Möglichkeit, die man so machen kann. So, mache ich jetzt einfach mal. Und wir haben jetzt 9,27. Und mal gucken, was der Impuls jetzt um 9:30 Uhr halt noch macht. Weil ich vermute mal, so einfach wird es dann halt wahrscheinlich auch nicht werden. So, und so kann man sich das genauso dann eben entsprechend auch Etappen dann halt auch mitnehmen. Das heißt, mal die Erstreaktion nehmen und dann halt nochmal die zweite. So, das heißt, die packe ich jetzt wieder hier hin. Diesmal genau auf die 10, 6, 6, 7. So, genau, das war hier einfach nur der Spike. Ne? Also hier sieht man es ja in der Stunde, der Spike von dem letzten Support, das war genau die 662,5. Mehr war das jetzt irgendwie gar nicht. Und das ist ja halt auch grundsätzlich der Ansatz, dass ich Bäcker macht dein Brot und fertig. Nein, alles gut, Lutz, das weißt du auch. Ne? Was wollte ich jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau, also mein Grundansatz ist immer der gleiche. Ja, so Support, wenn er verkauft wird, wird zum Widerstand und umgekehrt eben genauso. Das heißt, wir hatten hier Support, den letzten, so und logischerweise ist das dann halt eben Widerstand. War es auch hier schon, ne, kaum verkauft, plapp, Widerstand und runter. So, hier ist jetzt nochmal genau angetestet worden. Und deswegen ist es völlig legitim, da dann halt auch zu shorten. So, natürlich haben wir jetzt halt hier den zweiten Anlauf auf dem bereits verkauften Widerstand. Sowas kann natürlich auch mal zurückgekauft werden, ist auch keine Frage. Aber in der Regel funktioniert das halt. Und das ist ja auch immer der Grund, warum ich sage, da fehlt was und hier fehlt was. Und das sind so Punkte, die halt eben halt nicht erfüllt wurden. Ne? So, und deswegen auch jetzt hier, jetzt kommt halt hier dann auch nochmal hinzu, so generell das Prinzip. Dass halt ein Widerstand bleibt ein Widerstand oder beziehungsweise umgekehrt, andersrum. Wo Verkäufer waren, werden Verkäufer sein, wo Käufer waren, werden Käufer sein. So, das heißt, wir haben hier oben jetzt erstmal einen sitzen, der verkauft. Ja, und auch nicht so wenig, wie man gerade hier sieht. Der hat nämlich mal kurz die Hälfte der Aufwärtsbewegung seit der Kassaeröffnung da halt irgendwie in einer Minute quasi wieder zurückbefördert. Und da werden wir halt dann gleich auch mal sehen. Wie der jetzt weiter damit umgeht, wenn wir jetzt nochmal da hochkommen. Aber generell ist das natürlich erstmal ein Indiz dafür, dass da halt eben ein Verkäufer sitzt. So, also irgendjemand hockt da und der hat kein Interesse daran, dass der DAX halt weiter steigt. Und dem würde ich mich dann jetzt halt entsprechend halt auch nochmal versuchen anzuschließen, wenn er nochmal da hochkommt. Auch wenn er jetzt dann halt hier als Beispiel auf die 667 dann halt kommt, ist alles völlig in Ordnung. Und wichtig ist dann halt nur, dass man halt sieht, dass der halt entsprechend nochmal dabei ist. Ja. Aber ich habe das ja in letzter Zeit jetzt auch mal öfters gemacht im Live-Trading in der Gruppe, dass ich halt die Impulse separat gehandelt habe. Ne? Was ich damit meine ist, wenn man zum Beispiel halt so einen Widerstand hat, also ich bin immer noch jetzt ein Freund davon, ja, dass wir im Stundenchart hier das ganze Ding umdrehen. Aber ich habe ja auch eben gesagt, so eine Umkehr im Stundenchart kriegt man jetzt nicht unbedingt mit der ersten Tasse Kaffee geschenkt. Das heißt, da sieht man jetzt hier halt auch, das geht nicht mal von jetzt auf gleich. Meistens nicht. Klar kommt es auch schon mal vor,
Da läuft das um einen Punkt an und dann klatscht es halt 200 Punkte nach unten und das war's. Aber in den meisten Fällen ist es ja einfach so, dass das halt dann hier ausdiskutiert wird bis zum Mittagessen. Und oder wie man ja auch gestern im DAU gesehen hat, von wirklich von morgens bis abends. Und da muss man halt ein bisschen Geduld mitbringen. Und was man halt eben machen kann, ist das dann halt, dass man so einen Punkt dann halt einfach immer wieder erstmal shortet und bis sich das Bild dann nachher halt dann irgendwo aufklärt und man dann halt eine Bestätigung hat. Und eine Bestätigung wäre halt jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt halt hier im Stundenchart unter dem Kassativ da halt irgendwo da mal hinlaufen oder noch besser halt drunter schließen und dann hat man halt irgendwo so eine Bestätigung, okay, da oben ging es halt nicht wirklich weiter. Ich meine, ich bin jetzt hier im Minutenchart oder meinetwegen auch noch im 15-Minuten-Chart, aber mehr bin ich halt hier nicht. Und deswegen ist das eigentlich ganz gut, wenn man da halt das in Etappen macht. Also in solche Impulse wie eben. Ich habe jetzt nicht ganz die 15 Punkte hier gehabt, aber irgendwie 11, 12 Punkte waren es. Damit kann man natürlich halt auch so ein Trade, wenn er halt irgendwie für größer gedacht ist, dann auch entsprechend finanzieren. Ja, weil das sowas halt nicht einfach im ersten Anlauf gekauft wird, das ist, behaupte ich mal, fast klar. Das passiert so gut wie nie. So, jetzt bin ich mal hier gespannt. Also wie gesagt, hier oben wäre halt so das Maximum. Ne? Heißt dann jetzt halt eben auch, dass es man hier nochmal kleiner macht, man sieht, ne, sieht man hier gar nicht. Dafür ist der so klein, der Timeframe. So, da kommen wir doch. Hier nicht. So. Ja. Und das heißt, hier oben die Spanne ist eigentlich schon finanziert mit dem ersten Impulstrade. So, hier sieht man jetzt die Limit Pullback übrigens. Ist nicht allzu weit, ist aber ein Stück weit mit hochgelaufen. So, hier oben ist halt der Stop hinzusetzen, ja, weil da halt, gehen wir mal zurück auf den M15. Ja, da ist halt das letzte Hoch im M15, also eigentlich richtigerweise hierhin. Also da ist das M15 hoch. Da sollten wir jetzt mal gucken. So. Aber auch hier jetzt wieder Reaktion. Mal gucken, wie das Minutenchart weitergeht. Ob wir jetzt hier drehen oder ob das da oben gekauft wird. Ne? Aber jetzt sieht man ja halt hier die 15 Punkten Stop-Loss. Jetzt reichen die halt auch hier oben ganz genau. Mehr brauche ich auch gar nicht. So, und wenn man vorhin halt, wie gesagt, den Trade gemacht hat, den Erstimpuls und den mit als Beispiel 15 Punkten mitgenommen habe, da wo ich es halt gesagt habe. Und dann kann man so eine Geschichte dann versuchen, ohne dass sie irgendwas kostet. So, aber ob der jetzt natürlich reagiert, weiß ich nicht. Vielleicht kaufen die es auch durch. Aber im Endeffekt war es dann halt hier ein geschenkter Trade. So, das sieht jetzt natürlich schon ein bisschen arg aus. Hier mit der Stundenkerze, das sieht schon ein bisschen nach Krawall aus. Und mal gucken, wenn er jetzt hier natürlich mit Speed da oben durchgeht, dann wird es halt eher noch ein bisschen dauern, bis die Geschichte dann halt nochmal nach unten reagiert. Aber ich würde dann halt hier jetzt nicht unbedingt, also zumindest nicht so lange halt er hier auf der 667 rumturnt, die dann halt versuchen zu shorten. Ne? Ich echt nicht. Das ist auch der Grund, warum ich solche Punkte im Auge habe. Ne? Ich sehe halt hier recht genau. Guck mal, das ist jetzt hier wirklich genau die 667. Beziehungsweise wir haben hier noch ein paar Punkte. Ach so, schön. Da sieht man doch ein bisschen den Effekt von der Limit Pullback. Ich habe hier nur 2 Punkte geschenkt bekommen durch die spätere Auslösung. Aber man sieht ja halt deutlich, ne? So, das ist halt. Da passiert jetzt halt einfach was. Es kann natürlich jetzt sein, dass der nach oben durchgeht, aber da brauche ich nicht irgendwie lange dran zu überlegen, weil ich weiß, aus der Vergangenheit einfach, hier ist Volumen am Start. Und entweder die kaufen das Ding jetzt direkt da oben durch, oder die schleudern es halt wieder runter. Aber dass die hier aktiv werden, das ist eigentlich schon klar. So, jetzt hat das hier wirklich bis zum Maximum ausgereizt. Wenn natürlich jetzt auch ohne jetzt so eine 667 wiederum so ein Scalping-Punkt, ne, einfach hier das Hoch.
Also einfach, ich habe mit meinem Kleinen übrigens auch mal im Demo-Account gehandelt, beziehungsweise dem das halt mal so ein bisschen beigebracht. Ich habe gesagt, such dir einfach immer den Knick im Chart. So, und je nachdem, wohin es ab dem Knick gegangen ist, gehst du da long oder short. Und er hat halt wirklich, da, obwohl er noch nie was damit zu tun gehabt hat, ne, das ist einfach intuitiv, oder was heißt intuitiv, sondern einfach mit der Beschreibung hat er sich dran gehalten und hat da ganz wunderbar performt. Also das ist eigentlich halt so der einfachste Ansatz, ne, dass man sucht sich den Knick im Chart und geht raus nach ein paar Punkten plus. So, Dow hat die 24 voll gemacht, ja. Das ist okay. Der kann auf, was hatte ich da, 24.030, glaube ich, ne? Gehe ich mal rüber. Ja, da waren wir jetzt gerade schon, ne? Ach, bei der vierten. Da war ich jetzt zu spät, ne? Das ist immer, wenn man sich halt verquatscht. So, die 031 habe ich die jetzt, ja, die habe ich jetzt eingezeichnet eben, ne? Genau, das hat gepasst. Das ist nämlich genau das hoch. Also genau das gleiche Prinzip. Auch hier hätte es jetzt schon wieder gereicht für irgendwie schnelle 20 Punkte. Aber gut. Das ist halt ein Webinar. Da muss ich halt immer ein bisschen mehr erklären. So, aber das passt. Ne? Also jetzt von der Erstreaktion. Auch hier sieht man jetzt, ne, auch wenn jetzt hier ein bisschen drüber ging, hat hier das Maximum ausgereizt und jetzt kommt das hier so ein bisschen drauf an. Kriegen wir jetzt halt nochmal einen Schub nach unten? Wenn ja, dann war es das höchstwahrscheinlich auch. Das heißt, dann könnten wir sogar die Stundenkerze nochmal komplett umdrehen. Das kann halt hier wirklich jetzt passieren, auch wenn es jetzt erstmal gerade furchtbar bullisch ausgesehen hat. Aber mal gucken. Also hier würde ich jetzt, also hier, machen wir hier den M15 daneben. So, das hier der 15-Minuten-Chart über den M1 geblendet. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was der hier macht an der Öffnung von der 15-Minuten-Kerze, ob wir da jetzt durchgehen und direkt unter die andere drunter oder ob er die jetzt wirklich hält. Das heißt, wenn er jetzt dann auch hier drunter geht und es schafft, die wirklich halt auf Rot zu drehen bis da unten hin, dann würde ich da auch nicht mehr rausgehen. Ne? So, das kann passieren, es muss aber nicht. Und ansonsten, wenn man es machen möchte, wie eben, gab es jetzt hier schon wieder irgendwie 15 Punkte. Und wenn man sich das mal halt aufaddiert, dann sind es halt auch schon 30. Ne? Mit einer entsprechenden Positionsgröße macht das natürlich und dann auch Sinn, irgendwie zu sagen, okay, ich hole mir irgendwie 20 Punkte am Tag, hier wären es ja schon 30 und gehe damit mit einem normalen F-DAX oder so halt rein und bin dann glücklich und zufrieden. Eigentlich der gesündere Ansatz, als ich irgendwie den ganzen Tag den Irrsinn da halt anzugucken. Aber ich warte jetzt hier mal kurz. Also wir haben jetzt hier erstmal eine Reaktion an der 667. Eigentlich muss der auch da oben noch nicht mal mehr hin. Das heißt, den kann man auf jeden Fall schon mal ein bisschen, ich setze ihn mal genau hier aufs Hoch. Ja, das ist schon noch ein bisschen Diskussionsbedarf hier, wie man sieht. Sagt der Dow da oben. Warten. Ja, aber ich glaube, damit ist ja auch dann die Frage beantwortet, irgendwie zum Scalping-Ansatz. Man nimmt einfach halt, oder die Widerstände, ich meine, die findet man ja auf diese simple Art und Weise und handelt die dann halt eben für 10, 15 Punkte oder was auch immer. 2, 3 Minuten Kerzen da halt hergeben. Ne? So, jetzt haben wir natürlich hier halt auch ein Pivot. Die meine ganz persönlichen Freunde. Ich finde Pivots halt immer so ein bisschen nervig. Also es sind halt Punkte, die werden halt irgendwie gerne angelaufen, aber kein Mensch kann was drüber sagen, ob die dann halt irgendwie von dort aus nach unten reagieren, nach oben oder wie auch immer. Aber halt, wenn der erstmal in so einem Pivot festklebt und dann kriegt man den halt auch so schnell halt nicht mehr da weg. Das ist halt eben
Der Nachteil bei den Pivots. So, der hier hängt auch so ein bisschen fest. Ich kann mal gucken, wie der aussieht im 15 Minuten auch. Ja, das ist natürlich schon ordentlich Motivation noch nach oben. Das wollen wir mal machen. Das wäre jetzt, also als Impuls wäre die natürlich super gewesen, die 031, die ich da eben eingezeichnet habe. Aber jetzt hier shorten würde ich nicht machen. Das ist irgendwie, oder will ich nicht machen. Das muss natürlich jeder selber wissen. Das Knick im Chart patentieren lassen, ja. Ja, das ist aber eigentlich halt ja auch nicht mehr als Markttechnik, ne? Ein Knick im Chart. So, dann hier mal gucken, wie das jetzt da oben weiter reagiert. 41. Ja. So, und jetzt sieht man halt schon ein bisschen deutlicher, ne, wo er sich jetzt halt hier wirklich festfrisst, nämlich an der 667. Ich wirklich mal gespannt, wie diese 15-Minuten-Kerze hier enden will. Da wäre ich dann schon mal gespannt. Ein Dow halt, ja, der passt. Aber der macht ja auch gerne auch mal solche Geschichten. Irgendwie zuerst mal an der Decke kleben. Jetzt hier zum Beispiel M15 und dann nachher auf die letzte Sekunde das Ding dann halt noch nach Rot zu drehen. Da ist der wirklich ganz groß drin. Jörg, da war noch eine Frage, ob du die Bollinger-Bänder auch für Ein- und Ausstiege nutzt. Hin und wieder mal. Also beim Squeeze sieht man eigentlich immer ganz gut, dass der da halt wirklich in der Mitte nur vom Band dann halt klebt und beziehungsweise Mitte oben. Und das kann man da eigentlich ganz gut hier und da mal beobachten. Und da hat man natürlich dann entsprechend halt auch einen Einstieg, wenn man halt in so einen Ausbruch, Squeeze oder wie auch immer dann halt rein will. Und dann bleibt man einfach nur unterm Band und dann sieht man eigentlich ganz gut, wann es da halt vorbei ist. Deswegen, aber wir sind ja auch ganz dünn da drin, ne? Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie halt für mich so wahnsinnig relevant, hilft aber halt eben schon mal irgendwie bei der Orientierung. Ne? Ich meine, hier sieht man es ja halt auch gerade, ne? Ich weiß nicht, ob man die gut erkennen kann, aber ne, hier das mittlere Band und da irgendwie drüber oben ans äußere Band wieder zurück in die Mitte und er klebt jetzt einfach hier in der Mitte. Zwischen Mitte und Oberseite und dann halt fest. Das heißt, wenn das untere Band jetzt hier als Beispiel verkauft wird oder da halt drunter schließt und dann ist wahrscheinlich hier erstmal dann auch vorbei. So, 43. Wie gesagt, mal gucken, wie die 15 Minuten hier schließt. Und das wäre dann auch meines Erachtens eher so das schon so ein bisschen der Trigger dafür, wie die Stundenkerze dann halt ausgeht. Mal gucken, ob man da halt, ob das wirklich so stehen bleiben will. Oder ob wir hier nicht tatsächlich doch schon fertig sind. Ja, das ist immer so die Krux mit den Webinaren, ne? Ich habe vorhin wirklich schon eine Stunde, bevor wir hier losgelegt, habe ich mir angeguckt und habe dann wirklich auch die 24.030 da ja auch schon gesehen, habe gedacht, da könntest du eigentlich eine größere Position mit relativ kleinem Risiko eigentlich auch aufmachen. Ja, jetzt habe ich es natürlich so ein bisschen verpasst. Also ich meine, man kann das hier noch machen, ne? Also wenn man daran glaubt, aber dann halt eben auch, muss man natürlich auch hier einrechnen, irgendwie ganz anderes Risiko als jetzt irgendwie nur so eine Handvoll Punkte, ne? Ist halt auch klar. So, noch ein paar Sekündchen, steht genau auf der, klebt hier genau dran fest. Ja, das war natürlich, aber das ist halt meistens so, ne? Das ist halt eben, schreibe ich halt auch immer bei mir im Blog, das sind halt Volumenpunkte, ne? Das heißt, da war in der Vergangenheit immer viel Volumen, also jetzt nicht erst seit irgendwie ein paar Wochen, sondern seit der DAX jemals da gewesen ist eigentlich.
Und da kommt dann natürlich halt auch ein bisschen was zusammen, beziehungsweise da bilden sich dann auch gerne nochmal irgendwie Intraday dann auch nochmal ein Point of Control, auch wenn der jetzt hier unten erstmal liegt bei der Eröffnung. Aber wenn der hier noch ein bisschen kleben bleibt, dann haben wir den gleich hier oben stehen. Und das heißt, der Markt konzentriert sich da halt oft sehr gerne, beziehungsweise aber auch entscheidet. Ne? Das kann aber halt dann so ein bisschen dauern. Das ist halt der Nachteil dabei. So, hier wird es jetzt eng, ne? Also das halt auch, wenn die Frage, wo die Frage ja vorhin kam zu den Bollinger Bändern. So, sind wir hier auf der Unterseite. Jetzt bin ich halt mal gespannt, ob die da nicht jetzt rausgenommen werden. Also ich wäre jetzt schon ein Fan davon, dass wir die Stunde hier einmal komplett umdrehen. Ist zwar vielleicht ein bisschen vermessen, aber es ist eben halt auch nicht unwahrscheinlich. Es ist wirklich nicht unwahrscheinlich. Also wie gesagt, gerade der Dow, ne, der hat halt wirklich so oft gesehen, dass der halt die ganze Zeit dann halt irgendwie auf der falschen Seite klebt und dann ganz zum Schluss wird es dann halt gedreht. Und der Stundenanfang ist ja hier in dem Bereich, wo die zwei blauen hier sind. Da ist dann auch gleich der EMA 200, der kommt uns jetzt hier wahrscheinlich auch entgegen. Dann wird das natürlich auch wieder zu den EMA-Ansätzen halt passen. Aber in Wahrheit geht er eigentlich nur auf Stundenanfang zurück, wenn er denn da unten hinkommt. Ne? Aber auch hier. Also wie gesagt, Positionsgröße, weil selbst für das Konto ist es jetzt halt eigentlich zu klein. Aber nochmal, darum geht es ja hier nicht, sondern es geht ja darum, halt irgendwo Handelsansatz. Aber man kann das ja halt auch ausbauen. Aber es waren schon drei, aber ne? Ich würde halt zumindest mal abwarten, bis zumindest halt hier eine Umkehr irgendwie im M15 haben und dann halt irgendwie einen Rücklauf dann suchen und dann halt versuchen, die Geschichte dann halt entsprechend auszubauen. Weil es kann immer noch sein, dass wir da oben durchlaufen. Das ist immer noch möglich. Wir laufen jetzt hier erstmal, wie es aussieht, im M15 auf Anfang. Ja, das heißt also, so der Bereich, das wäre dann halt auch hier übrigens das VAH, also das Value Area High. Das heißt, dort, wo 70% der Kontrakte heute gehandelt wurden, das wäre da. So, jetzt sieht man hier zum Beispiel mit den Bollinger, ne? Da könnte man jetzt natürlich schon mal irgendwie, was habe ich denn hier eingestellt? Okay. Ich muss einmal hier kurz resetten. Sorry. Ein bisschen was verkurbelt. So, ja. Man könnte hier halt schon irgendwie versuchen, hier einen Short aufzumachen. Aber noch stützt er sich hier auf dem Bändchen. Ja, ich lasse das mal. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie reinspringen, nur weil ich den vorhin verpasst habe. Das ist natürlich auch. Ja, eine gute Idee, wie man sieht, ne? Okay, na gut. Also so lange überlegt mal wieder. Weil das sieht schon so ein bisschen aus, als macht er das jetzt halt. Ne? Das ist hier der Dow jetzt hier. Ne? Das heißt, das Tief hier antesten, rausnehmen und dann halt hier mal den Anfang von der M15 testen. Dann würden wir natürlich hier gleich schon mal 40 Punkte tiefer stehen. Und dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Ja. Ich muss dann mal mich selber lachen. Ich erkläre mal dann irgendwie so viel, was man machen könnte und mache dann irgendwie ein Drittel davon, weil ich den Rest dann halt irgendwie mich im Monolog verliere. Aber gut, reicht dann, wenn ihr es da irgendwo mitbekommt und das halt irgendwie dann vielleicht selber abgleichen könnt. Was ist das? Nee, das sind keine Standardeinstellungen in den Bollinger Bändern. Das ist richtig, auch was ist schon Standard. Die Einstellung ist hier 8,2 oder 8,20, ich weiß es nicht genau.
Es hat so ein bisschen kurzfristiger angelegt als 2022. So, ne? Und auch er, und das ist immer das Schöne, das passt immer so nett dazu, auch hier vom Volumen, wir sind hier auch am VAH, das versucht er irgendwie gerade zu kaufen, beziehungsweise hat versucht hier drauf aufzusetzen, wird immer wieder drunter gedrückt und auch das passt halt hier. Jetzt natürlich wieder klasse halt zusammen. So, aber ich warte trotzdem jetzt mal die Stunde ab, auch wenn der hier vielleicht daneben geht, einfach um auch mal rauszufinden, ob das jetzt hier schon zu Ende ist oder nicht, weil dann kann man zumindest mal jetzt gleich dann auch noch was dazu sagen, wie es dann halt eben weitergeht. Höchstwahrscheinlich. Und jetzt nicht, um hier recht zu behalten mit dem Trade. Aber wenn er schon drin ist, ist natürlich jetzt erstmal okay. Jetzt klebt er hier halt wieder am Pivot. Ne? Das ist, was ich vorhin meinte. Deswegen kann ich die Dinger einfach nicht leiden, wenn er erstmal dran klebt und dann fürchterlich. Ja. Na, genau das hier tief raus. Und wenn das weg ist, dann stehen wir erstmal hier unten. Und wenn man dann scalpen will, als Beispiel kann man natürlich, jetzt hier gerade resettet, da kann man natürlich versuchen, so einen Punkt dann auch long zu handeln. Keine Empfehlung, ne, aber warum? Ist hier einfach auch, das ist der letzte Spike, Widerstand, gekauft und auch Ausbruchspunkt. Das ist schon, wäre also auch jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass der DAX da, dass der Dow hier mal kurz, wenn er da aufsetzt, wenn er überhaupt da hinkommt, dann auch nochmal ein Stück zurückläuft und dann zumindest mal halt in diese Aufwärtsbewegung nochmal ein Stück weit dann halt auch rein. Wie gesagt, wenn er es überhaupt macht. Ne. Kann ja genauso gut sein, dass er jetzt irgendwie Lust hat, dann doch noch nach oben aufzulösen. Und wir uns dann heute Nachmittag dann halt mit der ganzen Geschichte da halt nochmal befassen. Na, aber was halt aber auch immer, hatte ich ja vorhin irgendwie, weiß ich mehr, wer es gewesen war, geschrieben hat, irgendwie so, Herr Dau hat die 24.000 voll. Das ist so. Ich habe immer so ein Problem mit runden Marken. Ich meine, klar hat er die voll, ne? Weil aber halt auch die 24.031 da drüber liegt. Und der natürlich immer versucht, irgendwie halt sowas zu knacken und halt irgendwie solche Hochs dann auch rauszunehmen. Und aber ich hüte mich immer vor runden Marken. Und das ist auch so ein bisschen was mich hier auch stört, natürlich, dass wir sehr eng an der 24.000 dran sind. Oh, Entschuldigung, ich habe irgendwie, Moment mal, um kurz räuspern. So, dass wir halt hier so eng an der 24.000 dran sind. Und das natürlich auch so ein Punkt ist, wo ganz viele drauf schielen. Ja, Lutz, das habe ich schon richtig verstanden. Ich wollte es aber nur trotzdem nochmal, weil ich ja vorhin auch das aufgegriffen habe, ne? Und wo ich gesagt habe, der Lutz hat geschrieben, es ist über 24.000. Aber das sollte man immer irgendwie davon weg, irgendwie finde ich, bleiben von runden Marken, weil das ist Psycho einfach. Ne? Hat man ja auch gesehen bei der 11.000 im DAX oder so, ne? Das, oder 10.000. Da geht es dann halt einfach mal 200 Punkte drunter und 150 Punkte drüber. Ne? Und an der Marke selber wird überhaupt nichts entschieden. Klar, weil da halt viel zu viel Quatsch an Positionen zusammen kommt. Der Steve fragt, aus ökonomischer Sicht müssten die Indizes ja nur massiv abverkauft werden. Ich gucke auf sowas tatsächlich gar nicht. Also, weil das Ding ist, ich finde auch immer, Chartanalyse klingt so, ich weiß gar nicht wie. Ich meine, klar, es ist halt hier irgendwo Analyse und Charttechnik, was ich hier mache. Aber jetzt auch nicht unbedingt im klassischen Sinne von, ich male mir irgendwelche Linien und glaube dann, dass der Markt danach läuft. Sondern ganz im Gegenteil, ich zeichne die Linien eher dort, wo sie gelaufen, nicht nur wo sie gelaufen sind, sondern vor allen Dingen da, wo was passiert ist. Und
und versuche daraus dann halt entsprechend zu lesen, was für den Markt halt interessant ist und was nicht, ne? Und ich finde, dann braucht man sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken zu machen, was dann halt irgendwo auch da aus wirtschaftlicher Sicht da halt irgendwo dazukommt, weil der Markt erzählt es einem ja. Und weil die Schwierigkeit finde ich dann halt immer, dass man ja halt irgendwo, also wenn man jetzt halt fundamental halt irgendwie guckt, dass man ja halt irgendwie wahnsinnig viele Sachen nicht nur irgendwo verstehen und auswerten muss, sondern dass man ja halt auch irgendwo sich anmaßt, ja, das sieht so aus, wie das Ding gekauft werden, ne? Sich ja dann auch anmaßt, irgendwie schlauer zu sein als die Big Player, ne? So, ich gebe dem hier einen Punkt, aber einen Punkt drüber, damit es gerade für den Spread reicht, aber mir halt nicht. Und das ist halt immer so ein bisschen, weiß ich nicht, grenzwertig halt auch, ne? Weil man ja halt dann, ich meine, es gibt ja nun mal Big Player, die haben wesentlich mehr Kohle. Und gegen die stinkt man dann, finde ich, noch viel mehr an, ne? Wie wenn man jetzt halt irgendwie nur im Chart dann halt guckt, was die halt treiben und wohin die den Markt halt irgendwie schieben wollen. Und als dass man sich dann halt irgendwie noch überlegt, warum sie das machen wollen. So, das ist irgendwie, erschwert es halt so ein bisschen. So, noch 3 Minuten, dann bin ich mal gespannt. Noch einmal getestet da oben. Ja, ist ein bisschen auf Krawall gebürstet, die ganze Geschichte hier. Und das hat hier erstmal gehalten. Aber kann sich auch ganz schnell wieder in Luft auflösen. Man sieht ja halt auch, ne, wir sind irgendwie 3 Minuten, 2,5 Minuten irgendwie vor Ende der Stundeneröffnung. Und erst jetzt wird es sich dann auch gleich zeigen, in welche Richtung das Ganze dann halt geht. Und wie gesagt, selbst wenn der jetzt hier nicht geht, ist nicht schlimm, ne? Weil dann weiß ich ja zumindest mal, das Ding hier ist erstmal gekauft, da brauche ich es erstmal nicht drüber nachzudenken. Es sei denn, sie wird jetzt innerhalb der nächsten Stunde wieder verkauft. Und da muss man dann halt gucken. Aber dann würde ich halt eher dann sagen, na gut, dann gucke ich mal an, was er mit der 731 dann da oben veranstaltet. Ne? Ohne dass ich jetzt da halt irgendwie unbedingt 60 Punkte da halt noch aushalten muss, ne? Sondern geht dann halt lieber mal raus. Finanziert ist das Ding ja sowieso. So, 58. Bin gespannt. Auch der Dow, ne? Bei dem wird man es wahrscheinlich jetzt am deutlichsten sehen, wie sie sich das gedacht haben hier. Der hat hier so ein bisschen, sieht man halt auch, ne, das Hoch so minimal halt hier überboten, so irgendwie ein, zwei Punkte. Würde ich jetzt mal nichts drauf geben. Aber erstmal ist es halt irgendwie eigentlich ein bestätigter Widerstand, auch wenn es jetzt irgendwie ein, zwei Punkte drüber ist. Das heißt, es kann natürlich jetzt dann sein, dass wir jetzt hier auch schließen, dann einfach halt nächste Stunde nochmal da oben hinlaufen und dann halt eine Reaktion kriegen. Dann vielleicht nochmal auf die 975, dass wir hier ein bisschen stehen bleiben. Ne? Das würde ja auch das bestätigen, was ich halt vorhin nochmal gesagt habe. Das hat in der Regel, ich meine, wir sind hier im Stundenchart, der dreht nicht in 5 Minuten um. Das ist halt normal. Das ist halt auch völlig legitim. Und weil letzten Endes geht es ja darum, wenn der jetzt hier drehen soll, dann müssen halt letzten Endes hier einfach nur mehr Verkaufspositionen reinkommen als Kaufposition. So, und wann die da halt alle fertig sind, das weiß kein Mensch. Ne? Also das kann halt eben mal ein paar Stunden dauern. So, 10 Uhr und es passiert nicht viel, außer dass wir über der 667 jetzt erstmal geschlossen haben und da jetzt hier zurücklaufen. So, ich würde jetzt aber Folgendes machen, weil das bringt jetzt hier nichts daran festzuhalten, weil einfach für mich ist jetzt hier erstmal der Trigger gezogen. Das heißt, wir haben die 667 jetzt erstmal gekauft. Vielleicht kriege ich noch ein paar Punkte nach unten, vielleicht auch nicht mehr. Aber hilft mir jetzt erstmal halt das Ganze weiter
zu beurteilen. Ne? Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach wirklich quasi auf Null oder mit einem Punkt da halt raus. Aber heißt jetzt, nach dem Ansatz, dieser Volumenpunkt ist jetzt erstmal gekauft im Stundenbereich. Der sollte jetzt eigentlich, vielleicht kriegen wir einen Rücklauf, zum Beispiel bis dahin, so irgendwie, hoppla, ein bisschen dick, aber hier auf die letzten Hochs. Machen wir mal grün. Er sollte zumindest versuchen, dann das Hoch dann auch rauszunehmen. So, das heißt aber jetzt für mich, die Stunde, das macht jetzt erstmal keinen Sinn, da weiter festzuhalten, weil jetzt unbedingt mit aller Gewalt versucht wird, dieses Hoch hier rauszunehmen. Irgendwo in dem Bereich werden wir wohl einen Rücklauf kriegen. Vielleicht auch nicht, vielleicht gehen wir auch direkt da oben durch. Und das heißt dann halt einfach, ich suche mir den nächsten aus. Und der nächste wäre entweder hier. Ja, sieht man ja halt hier die Aufwärtsbewegung, 10.712. Und oder wir stoßen hier nochmal ein Stück weit in das Gap rein, bis zur 731. Und da wäre dann halt da auch das Maximum halt erreicht. Was man jetzt ja hier zum Beispiel auch schon deutlich sieht, ne, mit der 667 als Volumenpunkt. Die Stunde ist fertig, schließt drüber, läuft hin und reagiert direkt mal nach oben. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, da halt dann irgendwie dran festzuhalten. So, wenn jetzt die nächste Stunde dann aber so aussieht, dass wir halt, dass die jetzt wirklich als Beispiel hier runterläuft, ja, und dann da nochmal schließt, kein Thema. Dann kann man nochmal gucken, dass man halt dann oben nochmal per Limit irgendwo reingeht, nochmal einen Rücklauf dann macht. Und dann halt die Short-Richtung dann halt ab der Stelle eingeht. Aber das hier, egal ob das jetzt darauf geht oder darunter, finde ich jetzt erstmal ziemlich witzlos, sich da jetzt halt irgendwo dran festzuhalten. Ne? Weil man sieht, das steht ja halt auch auf der Stelle, da oben rum einfach. Und deswegen ist das ziemlicher Quatsch, glaube ich. Und hier im Dowie halt auch, ne, die versuchen jetzt halt die 431 rauszunehmen. Da würde ich halt auch, wenn ich da halt weiter an Short festhalten möchte, den nächsten Punkt. Also wir haben hier oben, da sieht man, ich zeichne das mal ein, hier auf Stunde. Also das ist hier zum einen halt so das letzte, ich hoffe, man kann es erkennen, wo ich mit der Maus da rum hantiere, ist halt so das letzte Hoch. Ja, hier von, wenn man das halt mal. Und da bemisst von dem kleinen Support hier ein paar Punkte hoch und dann ging es dann halt runter. Und gleichzeitig haben wir hier die Supports von der Bewegung da, ne, wo es dann versucht hat zu halten. Immerhin 3 Stunden lang wurde dann verkauft und zack. Das heißt also hier die 24.086, das wäre dann halt der nächste Punkt. Das ist alles nicht wahnsinnig weit. Aber wenn man halt eben aber auch, nochmal, wenn man dann halt bedenkt, eine Umkehr in der Stunde gibt es nicht in 5 Minuten. Und würde aber auch dann passen, wenn er hier einfach so ein bisschen dann halt so in kleinen Bewegungen dann halt irgendwie sich die Sache dann langsam zurechtschraubt. Und das heißt, einfach ein paar Stunden hier konsolidiert, bis es dann halt dreht. Und da müssen natürlich auch keine riesigen neuen Hochs mehr kommen. Das reicht, ne? Also das wäre dann halt auch völlig ausreichend und völlig okay, wenn es dann hier jetzt einfach nur nochmal irgendwie 60, 70 Punkte hochgeht, wenn überhaupt, und dann die Sache dann halt nachher dreht. Also. Kann dauern. Und aber eben hilft sicherlich so behaupte ich mal, das Ganze halt so ein bisschen einzusortieren. Was man halt hier auch machen kann, die ganze Zeit, dann während so einem Zeitraum, also wenn wir jetzt hier drauf warten, dass wir den riesen Ausbruch kriegen, innerhalb von der nächsten Stunde oder so, egal in welche Richtung, wird meines Erachtens enttäuscht werden. Da sollte man dann irgendwie nicht verzweifeln und auf den Markt schimpfen, wenn er gleich nochmal gefühlt auf der Stelle tritt, sondern sich dann halt eher mal verinnerlichen, warum das dann wahrscheinlich dann auch so ist. Und dass es absolut Sinn macht. Ne? Auch hier gestern, also ich zeige das mal nochmal ganz kurz, da haben wir im Prinzip das Gleiche. Ne? Das ist ja ein Markt, das ist ja zum Mäusemelken. Ne? Wenn man da unten irgendwie long ist, und denkt so, meine Güte, wann bricht der jetzt endlich nach oben aus? Und sieht dann, es dauert wirklich den ganzen Tag. Es waren ja wirklich, keine Ahnung, wie viele Stunden waren das denn? Eins, also das hier rechne ich mal gar nicht mit. Sondern mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Stunden. Das ist halt, das wird man verrückt. Aber
Es ist aber halt klar, ne, weil er halt hier einfach die Abwärtsbewegung gestoppt hat. Das heißt, hier musste sie sich letzten Endes einfach über einen riesen Zeitraum oder den Zeitraum dann einfach nur bestätigen, dass den Verkäufern halt die Puste ausgeht. Ne? Und das dauert halt. Wenn dann halt einfach ein paar große aufeinandertreffen und dann geht das so lange hin und her, bis einem die Kohle halt ausgeht. Also nichts anderes ist es ja. Und das ist hier oben genau, wenn das jetzt nochmal hier umdrehen sollte, kann eigentlich fast nur genauso laufen. Ne? Es wird so lange ausdiskutiert, bis einer sagt, gut, ich habe nichts mehr. Ja, mach, was du willst. So, bin fertig, komme nicht mehr klar. Ja. Und deswegen sollte man sich darauf dann einstellen. Also wenn man hier runter will, sollte man sich echt darauf einstellen, dass es dauert. Aber nochmal, es ist keine Garantie, dass es runtergeht, weil es geht letzten Endes um die Geschichte hier, um meines Erachtens um dieses Gap. Er will versuchen, das zu schließen, aber diejenigen, die halt hier drauf gedrückt haben auf den großen Verkaufsbutton, das sind aber die, die da keine Lust drauf haben. Und die werden sich hier dann natürlich mit denen entsprechend dann halt auch so ein bisschen die Köpfe einschlagen, bis das halt ausdiskutiert ist. Wenn das Ding gekauft wird, dann ist die Short-Gefahr vom Tisch. Wenn wir aber hier in dem Bereich jetzt irgendwann halt irgendwo umdrehen und halt hier dann auch nochmal auf die Unterseite hier laufen, dann kriegen wir höchstwahrscheinlich, oder beziehungsweise wenn wir überhaupt auch nochmal schaffen, hier unten hinzukommen, so wie ich es ja eingezeichnet habe, dann könnte es halt echt eng werden, ne? Für die Bullen und dann kann die Sache halt auch nochmal negativ ausgehen. Wir sehen es ja übrigens, so, ich kann hier mehr auch nicht machen. Es waren jetzt irgendwie, keine Ahnung, 14 Punkte oder sowas in Summe. Oder man konnte natürlich, wenn man früher aufgelöst hat, ja auch mehr dann halt irgendwo rausnehmen. Aber so generell fand ich es erst trotz allem halt richtig, das jetzt erstmal so zu machen und da jetzt auch nicht dran festzuhalten. Und zumindest hat es ja halt irgendwie alles auch gepasst von den Punkten, ne, wo ich ja halt auch gesagt habe, so, das ist jetzt halt irgendwie relevant, da haben wir Volumen, hier passiert jenes und da dieses, das passt ja alles, ne? So, aber wie gesagt, ich habe ja auch keine Glaskugel, sondern ja, ich weiß ja immer nur so, das sind halt die Punkte, wo es dann halt irgendwie drum geht und die kann man dann halt handeln. Mit kleinem Risiko, wie man ja gesehen hat auch. Ne? Wie gesagt, kam jetzt nicht so viel dabei raus. Monetär sowieso jetzt hier bei mir jetzt halt nicht, aber auch punktemäßig. Aber passt. Wir sind am Freitag nochmal da, ne, Nelson? Genau, Non-Farm Payrolls am Freitag. Da schauen wir uns die Märkte auch nochmal an. Vielleicht ergibt sich dann auch wieder den einen oder anderen Live-Trade. Vielleicht nur als kurze Info. Aktuell gibt der Bundesgerichtshof die Entscheidung bekannt über die EZB-Anleihenkaufprogramme. Also vielleicht bewegt das auch gleich nochmal ein bisschen den Markt. Wann ist Ansonsten das? wird jetzt aktuell, das läuft gerade seit 10 Uhr. Aha, okay. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei dir natürlich, Dirk, für das Webinar heute. Auch wieder sehr interessant, dass du uns da ein bisschen Einblick in deine Trading-Welt gibst. Und natürlich auch an alle Teilnehmer, die heute live dabei waren, weil wirklich sehr, sehr viele. Vielen, vielen Dank dafür. Und Dirk hat ja schon gesagt, Freitag hören wir uns und sehen dir, Dirk, auch wieder. Und bis dahin passen Sie auf Ihre Positionen auf. Ja, haben Sie noch eine gute und erfolgreiche Woche. Und Dirk, du hast gerne das Schlusswort. Bis Freitag. Dankeschön. Ja, also ich auch nochmal von meiner Seite Dankeschön, auch an den Nelson natürlich. Und es war heute wieder echt extrem viel los. Ist natürlich sehr schön. Und ich werde halt, ich guck mal, ich sage halt immer so, vor bei den NFPs haben wir es ganz oft, dass halt irgendwie am Tag davor der Markt sich positioniert. Und ich gucke mir das natürlich nochmal genauer an, ob das diesmal auch der Fall ist und ob man da vielleicht nicht nochmal irgendwie am Tag vorher dann halt irgendwie eine Position aufbauen kann, die dann halt eben bis zu den NFPs dann halt auch hält. Und es ist schon ein paar Mal gelungen. Ich kann es natürlich nicht versprechen. Der Markt muss ja halt mitspielen. Aber wer Lust hat, kann das ja mal irgendwie auch mit im begleiten. Also in der Gruppe, hier unten steht es ja auch nochmal, wo man die findet, in der Facebook-Gruppe, werde ich das dann halt entsprechend kommentieren, wenn sich da halt was anbietet oder halt eben auch schon in meinem Blog auf dirkhilger.de.
Und wie gesagt, versprechen kann ich es nicht, aber wenn, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es diese Woche ein bisschen ärger wird. Ne? Also gibt es das Wort Ärger, arg, Ärger am ärgsten? Ich bin mir nicht so sicher. Aber wegen, ich meine, da ist, ich meine, vorhin kam ja auch die Frage hier mit, so also von wegen fundamental. Wenn sich das natürlich jetzt wie hier dann halt aber ergänzt, ne, dass ich halt sehe, okay, wir laufen solche Punkte halt an und dann kommen halt irgendwie noch Arbeitsmarktdaten, die ja ganz sicher nicht positiv sein werden, ne? Also, sondern die sind ja halt eher vielleicht dann nicht ganz so schrecklich wie erwartet, ja. Aber positiv werden die halt auf keinen Fall. Und wenn sich das dann natürlich dann halt damit ergänzt, kann so eine Geschichte natürlich dann halt eben auch sauber aufgehen. Ne? Deswegen, ich bin halt nur eher dann ein Freund davon, das dann halt so zu machen. Das heißt, erstmal zu gucken, was passiert im Bild. Und wenn dann aber nachher noch die Bestätigung halt eben dann dazu kommt, und dann ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ne? Ja, das wäre so der Ansatz. Also wie gesagt, kann man mal im Auge behalten, wenn man möchte. Und da vielleicht dann eben auch folgen oder in die Gruppe kommen, wenn man da nicht sowieso schon drin ist. Bin mir nicht so sicher, ob das, das sind die auf keinen Fall irgendwie alle aus der Gruppe. Weil dafür sind es ein bisschen zu viele heute. Aber schön nochmal, danke. Ist ja auch schönes Wetter. Macht was draus. Geht ja mittlerweile wieder ein bisschen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und wir sehen uns, so hoffe ich, dann am Freitag. Ich sag mal danke, tschüss, bis dann.